Hallo allerseits, vielen Dank fürs Draufklicken. Willkommen auf meinem Kanal. Bevor wir anfangen, ganz kurz, wenn jemand eine Sehstörung hat und zuhört, ich bin eine Frau mittleren Alters mit langen, lockigen, braunen Haar, ein pinkes Schal mit rötlichen Blumen und ich bin in meinem Wohnzimmer. Heute bin ich hier, um eine Rezension zu machen von zwei Büchern, die ich gegenwärtig aus meiner Bücherei entliehen habe. Das eine, was ich noch nicht gelesen habe, heißt The Refugees von Viet Thanh Nguyen. Das werde ich dann, sobald ich gelesen habe, für euch rezensieren. Und das Buch, worüber ich heute reden werde, heißt The End We Start From, geschrieben von Megan Hunter. Meine Ausgabe ist von Picador. Es ist ein recht schmales Werk. Es ist 127 Seiten lang. Und es ist perfekt für meine gegenwärtige Art zu lesen. Ich bin voller Unterbrechungen und immer irgendwie, schaffe nie etwas zu Ende zu kriegen. Das Erste, was mir auch einfiel, weshalb ich überhaupt das Buch genommen habe, außer die schöne Kunst hier vorne auf dem Buchcover. Es ist in Kapitel untergeteilt, aber das gesamte Werk hindurch ist auch mit sehr, sehr kurzen Absätzen, also maximal ein paar Zeilen lang, was mich erinnert an ein Werk, das zusammengesetzt wird, auch aus Bruchstücken, wie es liest sich wie Flash Fiction, das sind sehr kurze, unabhängige Werke. Und deshalb ist es natürlich an einem Stück, aber man kann auch die einzelnen Blöcke lesen und sich Gedanken dazu machen. Und das fand ich dann eben sehr wertvoll an diesem Schreibstil. Der Schreibstil hat auch sehr viel mit dem Thema zu tun. Das ist, es geht darum, wie eine Gesellschaft nach einer Umweltkatastrophe von einer organisierten Gesellschaft in eine Dystopie sich verwandelt. Und es ist eben sehr schnelllebig und sehr spannend. Und die Themen sind dann natürlich die Apokalypse und es gibt auch futuristische Themen dabei. Aber ein Hauptthema ist Mutterdasein. Es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und ich finde, es ist auf jeden Fall lesenswert, besonders im Hinblick auf die Umweltthemen, die uns zurzeit beschäftigen. Jedoch muss ich sagen, es hat mich nicht tief im Inneren, im Herzen berührt. Und dann habe ich gedacht, warum ist es so? Weil es eigentlich ein sehr gut geschriebenes Werk ist. Und dann finde ich, hat es damit zu tun, dass der Erzähler ist irgendwie... Es distanziert. Der Erzähler, finde ich, ist sehr von allen Geschehnissen irgendwie verrückt, also weggerückt. Und das gibt mir auch als Leser eine Distanz zu dem, was geschieht. Persönlich hat mich deshalb, glaube ich, das Werk nicht so betroffen, wie ich gesagt habe. Aber man muss sagen, es ist ein sehr, sehr gutes eine sehr gute Darstellungsart von Trauma. Denn in Trauma hören wir ja sehr oft, dass wenn jemand, der durch ein traumatisches Erlebnis geht, distanziert sich von dem Ganzen, dieses Blickwinkel von sich verrücken und Distanz schaffen zwischen dem, was passiert und einem selber. Und ich glaube, das Buch bringt es auf jeden Fall rüber. Also würde ich das trotzdem sehr, sehr empfehlen. Und ja, ich bin gespannt auf mein nächstes Buch. Also, ich hoffe, wir sehen uns bald. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.